Die Idee ist, einen USB-Stick zu nehmen und den in eine Wand einzuzementieren im öffentlichen Raum. Und es guckt dann nur der Stecker raus. Es können dann dort alle hinkommen mit ihrem Laptop oder einem Gerät und sich dort anschließen und dort Dateien hinterlassen oder was mitnehmen. Das Spannende war aber eigentlich immer zu sehen, wenn man an so einen Ort kommt und einen Deaddrop findet, die Art und Weise, welche Dateien da zusammen drauf zu finden sind. In Ordnern mit Sonnenuntergängen von einem Urlaub, neben einem Computerspiel, neben einem Bild von einem Star Wars Darth Vader. Man kann hier File-Sharing betreiben, man ist nicht im Internet und ist nicht nachverfolgbar. Also auch gegen Censorship, für Anonymität, für Privatsphäre. QWERTY ist auch ein klassisches Passwort, also bei uns auf der deutschen Tastatur wäre es dann QWERTZ, das ist einfach die Tastenreihenfolge. Wir wissen irgendwie, ja, unsere Daten werden so mitgelesen, aber ich merke das ja nicht und auch kommt ja auch keiner und guckt irgendwie in meine Schubladen rein. Ich habe nichts zu verbergen, ist ja auch immer das klassische Argument. Nach all diesen Jahren Beschäftigung mit der Digitalisierung habe ich eine sehr kritische Position, was das angeht. Und andererseits ist es aber auch klar, dass wir das nicht zurückdrehen können. Wir müssen einfach nur gucken, wie wollen wir das machen, wie soll das funktionieren, was ist mit unseren Daten, wer darf da alles was mitmachen. 2010 hat LinkedIn ganz viele Accountdaten verloren und daraufhin sind dann im Internet 4,7 Millionen Accounts und Passwörter aufgetaucht. Und ich habe diese mal genommen, die Passwörter, und alphabetisch in 8 Bände gedruckt. Und man kann dann in der Ausstellung eben mal schauen, ob man sein eigenes Passwort von LinkedIn in diesen 8 Bänden findet. Und das ist so ein Moment, wo viele Leute dann auch realisieren, ah Mensch, ja, das ist echt ein Problem gerade mit dieser Online-Identität und wie diese geschützt ist. Und was heißt das denn eigentlich, wenn diese ganzen Passwörter da draußen rumfliegen? Also ich habe in verschiedenen Städten, in Straßburg, aber auch in Denver, dann einfach mal Passwörter nach der Stadt Denver gesucht. Ja, und dann findet man lauter Denver 1, Denver 1, 2, 3. Das sind sozusagen die typischen Arten und Weisen, wie wir Passwörter generieren. Man hängt eine 1 hinten dran und vielleicht noch eine 2 und dann wird es ein bisschen sicherer. Und wir haben aus dieser Auswahl von Denver-Passwörtern dann mal, ich glaube, 14 Meter breit Denver 1, 2, 3 mit Kreide aufgemalt. So ein bisschen so wie die Signatur der Stadt auf eine Art und Weise. Kill Your Phone ist ein Projekt, was ich 2013 angefangen habe. Ein Workshop, ein offener Workshop. Also man näht sich dort eine Tasche, man kann aber auch selber diesen Workshop machen. Es gibt eine Webseite dazu. Diese Tasche hat einen metallisch beschichteten Stoff. Und wenn ich da mein Handy rein tue, dann ist dieses Handy komplett abgeschirmt. Also es ist tatsächlich jetzt sozusagen, hat das Handy keinen Empfang mehr. Es bildet einen faradayschen Käfig und kann deswegen weder Dateien senden noch empfangen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, Technologie stark zu hinterfragen. Wir haben jetzt eine Situation, die sehr monopolistisch schon geprägt ist. Es gibt nur noch Google, Facebook, Apple, Microsoft und Amazon oder so. Und dann irgendwie so ein paar andere. Aber das hat sich in den letzten 20 Jahren da so rauskristallisiert, wo eigentlich heute auch Politik gefragt ist, nochmal diese Strukturen auch aufzubrechen und wieder zu verändern. Es findet diese ganze Zeit ja im Prinzip eine Massenüberwachung statt, wo Daten im großen Stile mitgelesen werden, mitgeschnitten werden, was ist ja auch alles sozusagen seit den Snowden-Veröffentlichungen ja auch legalisiert worden durch Gesetze im Nachhinein. Das bekommen wir nicht mit, das sehen wir nicht, das spüren wir nicht. Überwachungskameras, das verstehen wir, ja. Das ist so ein Auge, die hängt da oben an der Decke. Weiß ich, das ist eine Kamera, da wird ein Bild aufgenommen, das wird irgendwo hingesendet. Wir haben uns auch sehr doll daran gewöhnt, darum geht es natürlich auch. Ja, die werden ja immer mehr und in Berlin gibt es jetzt am Südkreuz diese Experimente mit Gesichtserkennung auch noch und so weiter. In dem Moment, wo die aber am Boden liegen und so hilflos sind,
werden die auch so im Prinzip so ein bisschen bemitleidenswert und vielleicht ist es auch ein Bild, was ich mir sozusagen selber wünsche. Vielleicht liegen die irgendwann mal am Boden, vielleicht brauchen wir die dann auch nicht mehr.